Wollen wir hiermit anfangen? Ja, wir fangen mit den Leukozyntos an. Von links Also, an. falsch geschrieben, Leukozyntos wieder vertippt. Ja, fang einfach mal an. Ja, da So, und kommt das der. ist der, und zwar kommt jetzt der, ich nenne ihn immer liebevoll den Solero-Fisch. Der sieht nämlich, oder das ist hier quasi so, ja, nee, da, doch, da, dahin. Das ist der Solero-Fisch. Wir gehen jetzt zum Thema Lippfische. Bevor wir uns dann mal einen anschauen, was ist, würdest du sagen, ohne einen spezifischen, also was ist so typisch für die Kategorie Lippfische? Wie meinst du das so typisch? Naja, gibt es da so eine, was ganz Charakteristisches für diese Fische? Fressen die extra viel an Korallen oder gehen die, also haben die irgendwas was Besonderes, was sie als besonderen Fisch ausmacht, dass du sagst, Lippfische braucht man auf jeden Fall in einem Riffbecken, weil sie halt. Okay, ich Hast du weiß, da was du meinst. irgendwas, der. Also generell ist es so, Lippfische gibt es nicht fürs Nano. Das ist das Erste, weil die Frage sehe ich jetzt schon öfters von verschiedenen Zuschauern. Es gibt keine Lippfische für Nano-Aquarien. Das ist einfach so. Lippfische haben alle etwas gemeinsam, und zwar müssen alle schwimmfreudig sein. Das heißt, sie brauchen am besten Aquarien, die möglichst langgezogen sind. Wenn wir das Video gleich laufen lassen, dann werdet ihr sehen, wie agil die sind. So ist das richtig ausgedrückt. Wir kommen zu verschiedenen Lippfischen. Keine Sorge, wir haben ja mehrere Sorten. Ich müsste nur mal überlegen, ob ich auch nicht Sandschläfer dabei habe, aber ich glaube ja. Ich habe natürlich heute nicht alle rausgesucht. Ich habe so ein paar Videos gemacht von den Lippfischen. Diese Videos, die ihr hier seht, die sind auch tatsächlich bei uns im Geschäft vorhanden, weil, wie gesagt, die Videos habe ich heute Morgen gemacht. Ich werde euch da ein bisschen was zu erzählen. Und einer meiner absoluten Lieblinge ist der Lippfisch, den Lumi da gerade im Hintergrund hat und den wir auch gleich als Video laufen lassen. Und zwar ist es bei Lippfischen auch noch, dass alle charakteristisch Sucher sind. Das bedeutet, ein Lippfisch bringt euch immer sehr viel Leben ins Aquarium. Wie gesagt, ihr solltet lang gebaute Aquarien haben. Ich würde fast sagen, je länger das Teil ist, umso wohler fühlt sich so ein Lippfisch. Vor allen Dingen ist dann der Drang, nach oben rauszuspringen, immer etwas geringer. Also Lippfische haben leider das Phänomen, dass sie gerne springen, weil sie sich erschrecken. Oder wenn du halt viel Glück hast, gehen sie in den Sand, graben sich dann ein. Dann haben wir halt diese Schläfer im Gestein und so weiter. Da kommen wir noch zu. Aber mach doch bitte mal das Video von dem Burschen an, den wir da im Hintergrund haben, Ja. damit der Chat mal sieht, wie agil, schaut euch das mal an, wie die so schwimmen. Das sind Leukozanthus-Lippfische. Das ist halt kommt von Sri Lanka, ist mein Favorite. Es gibt noch einen gelben, den seht ihr nachher auch, der kommt aus Indonesien. Diesen hier, wie gesagt, bekommen wir aus Sri Lanka. Charakteristisch hat der so einen silberweißen Bauch. Absolut seht ihr hier, krachig gelbe Farbe. Die Tiere haben wir jetzt seit 2 Monaten in der Anlage. Und ihr seht auch, die sind alle gut genährt, die haben alle so ein bisschen Hängebauch. So sollte ein Lippfisch auch aussehen. Also nicht zu viel, sondern so wie er da schwimmt, ist super. Das war so eine halbe Stunde, Stunde nach dem Füttern gefilmt. Und in diesem Becken schwimmen ungefähr 30 Tiere. Ihr seht hier nur einen kleinen Anteil von denen, die dort schwimmen, sehen aber alle super schön aus. Lumi, du hast vorhin, wo wir so vorgesprochen haben, was Tolles erzählt. Kannst dich erinnern, was du über diesen Lippfisch gesagt hast mit dem schwarzen Punkt? Das fand ich interessant, dass Was? du das weißt. So, ja, man sieht das immer mal wieder in dem Video, dass die so schwarze Punkte in der Rückenflosse haben, Genau. die Augen imitieren im Schwarm quasi. Wir können ja mal gucken, ob wir das angehalten kriegen, das Video an der passenden Stelle, wo da, wo die sogar alle beieinander sind. Da siehst du schon Da bei sieht man dem. das jetzt. Ja. Genau, hier sieht man das. Hier ist ein Punkt, hier ist ein Punkt, hier ist ein Punkt, weil das ist ja das Auge. Hier ist ein Punkt. Ja. Hier ist ein Punkt, hier ist ein Punkt, hier ist auch ein Punkt, hier ist auch ein Punkt. Und wenn man jetzt die so nebeneinander hat, dann sieht das so aus, als ob hier halt ganz viele Fische sind. Sprich, es sind ja, wenn man jetzt immer ein Auge zählt, sind hier ja quasi für einen potenziellen Fressfeind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, vielleicht 13 kleine Augen sichtbar. Und dementsprechend sind das dann ganz, 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 ganz viele Fische auf kleiner Fläche. Genau. Verbreiten halt, also das ist so, sind so Lippfische, wie ihr seht, die kann man tatsächlich in Gruppen halten. Also die meisten Lippfische haben auch etwas gemeinsam, und zwar, dass sie keine Paare bilden. Ja, das ist auch so ein Trugschluss.
Wir kommen nachher zu einem Lippfisch, wo ich jetzt schon zigmal gefragt wurde, haben wir Weibchen da? Wir haben jetzt tatsächlich Weibchen da, kommen wir später noch zu. Aber Lippfische sind keine Pärchenfische. Das ist schon mal Grundgesetz Nummer eins. Sondern es sind Haremsfische. Und deswegen seht ihr hier halt, wir halten die alle in Schwärmen. Da schwimmen 20, 30, 40, 50 Stück in einem Aquarium. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die Geschlechter können gebildet werden. Also hört bitte auf, immer nach Pärchen zu fragen. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist einfach falsch. Auch wir werden unsere Texte im Shop nochmal genau anschauen. Auch hier wieder, also wenn jemand kommt und sagt, ja, du hast ja das stehen, dass das Paare sind. Ja, dann ist es ein Fehler, weil wir natürlich mal vor Jahren bestimmte Daten übernommen haben, die wir aber gerade dabei sind abzuändern. Das heißt, da muss ich mich dann drum kümmern, dass ich halt sage, hier, pass auf, es ist kein Pärchenfisch, sondern es sind Haremsfische. So, wenn ihr hier guckt, es war eigentlich eine sehr schöne Aufnahme von diesem Leucozanthus-Lippfisch. Der ist übrigens auch nicht teuer. So ein Leucozanthus kostet 29,90. Der pflegt eure Korallen sowas von sauber, ja, weil der schwimmt nämlich, wenn du im Riff hast, ganzen Tag schwimmen die durch das Riff und suchen systematisch diese Korallen ab. Also die suchen kleine Krebstierchen, die suchen kleine Parasiten für uns jetzt, sage ich mal, genannt, ja. Also das sind so Jäger. Die sind den ganzen Tag sind die unterwegs. Die hauen auch mal einen kleinen Borstenwurm weg. Solche Sachen halt. Und ihr seht das halt, wie aktiv die auch einfach schwimmen. Die sind den ganzen Tag in Bewegung. Deswegen brauchen die halt diese Schwimmfreiheit. So, das nächste ist, wenn ihr solche Tiere kauft, entweder sagt ihr, okay, ich nehme einen. Ja. Manche kaufen dann zwei und dann merken sie halt irgendwann, es geht eine Zeit lang gut und irgendwann liegt dann einer draußen auf dem Teppich, Laminat, welchen Bodengrund ihr auch gerade habt da in eurem Wohnzimmer, wo ihr das Aquarium aufgebaut habt, ja. Denn es sind alles Geschlechtswandler. Die kommen zu 99% als Weibchen zu uns, also bei manchen Sorten ist es so. Und irgendwann fangen die halt an, die Geschlechter zu bilden und dann wird einer davon Bock. So, jetzt hast du nur zwei Tiere. Das bedeutet, du hast zwei Weibchen eingesetzt. Das stärkere Tier wird dann zum Männchen und fängt dann irgendwann an, instinktiv das Weibchen zu treiben. Hier ist es so, es wirkt ausgeglichen, wurde im Chat gerade schon geschrieben. Das liegt halt daran, dass wir so eine große Masse haben. Ihr werdet auch, wenn ich das jetzt länger gefilmt hätte, sieht man, dass sie sich auch mal drohen. Der eine macht mal die Flosse hoch. Also es gibt durchaus eine Hierarchie. Aber generell müsste man diese Fische 6, 7 Stück in einem 1000-Liter-Becken halten. Es ist einfach so, weil sie dann eigentlich die natürlichste Art der Haltung hätten. Denn im Meer schwimmen sie auch in Schulen oder es sind Einzelgänger, die durchs Riff wandern und sich zu bestimmten Zeiten im Monat oder wie auch immer zu einem Haufen zusammenrotten und dann schwimmen die wieder in den Weg. So, und das ist bei dieser Art hier charakteristisch. Genau, er frisst Tubularien, so heißt es im Meerwasser tatsächlich. Das heißt, der frisst auch Strudelwürmer, die auf Korallen sitzen, all solche Sachen. Da werden wir heute noch mehrere von sehen. Und dieses hier ist ein typischer Sandschläfer. Das heißt, wenn ihr solche Lippfische kauft, dann seid bitte so nett und packt denen halt auch Sand rein, damit sie sich eingraben können. Und das ist gerade sehr, sehr, sehr wichtig, wenn ihr so ein Tier gekauft habt und ihr setzt das bei euch mit in die normale Gang-Hierarchie. Dann müssen die Chance haben, sich abtauchen zu können, also einfach verstecken können. Die schlafen auch im Sand. Und es gibt Fälle, wo Tiere verkauft worden sind, die dann 2 Wochen nicht zu sehen waren, tatsächlich. Ja, und dann hat sie schon böse E-Mails gekriegt. Der Fisch ist tot. Ich habe einen Fisch von dir bekommen, der ist tot. Nee, warte mal. Nein, der ist tot. Ich habe ihn schon eine Woche nicht gesehen. Ja, weil der dann nur rauskommt hinterm Riff. Da, wo das Futter langkommt, dann frisst der schnell, dann verpieselt der sich wieder. Das machen die Fische tatsächlich so. Wenn die so gut konditioniert sind, so wie die hier, einer hat eben, glaube ich, Hängebauch-Lippfisch geschrieben. Ja, aber so müssen sie ja aussehen. So müssen sie ja aussehen. Sie brauchen ein bisschen Plauze. Diese Plauze war heute Abend schon wieder weg. So, weil auch diese Fische eigentlich den ganzen Tag fressen können. Ne? Das hatten wir letztes Mal, wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube haben wir das Video Fischkrankheiten und da habe ich auch so ein bisschen erzählt, wie man Fische füttern sollte, warum sie dadurch krank werden können und was so zu beachten ist. Und da haben wir eigentlich das gleiche Thema wieder bei diesem Lippfisch. Also sehr zu Ich habe auch empfehlen. ein bisschen Plauze, bin Ja, ich auch. ich ja auch. Ich gehe ja mal rauf und runter, ne? Wenn man sich benimmt, dann wird es besser und wenn nicht, dann nimmt man wieder zu. Es ist halt irgendwie, ja, Fischen ist das völlig egal. Hauptsache rein in die Schnute. Deswegen müssen wir auch so aufpassen, dass wir sie richtig füttern, dass sie einfach nicht verfetten. Denn im Meer tun sie es nicht, weil die Nahrung natürlich viel, viel ausgewogener ist. Ne? Oh, hell. Habt ihr noch Fragen zu diesem Lippfisch?
Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar hast du schon was gesagt zur Beckengröße. Also Nano, nein, haben wir erfahren, geht Ja. nicht. Aber ab welcher Beckengröße würdest du diesen Fisch empfehlen? Denn wir müssen ja berücksichtigen, in der Gruppe gehalten werden. Ja, entweder einzeln oder Gruppe. Einzeln haben die gar Ja. kein Problem damit. Also man muss nicht immer Ah. denken, wenn ich ein Tier setze, dass der dann verreckt, weil er, oh, ich habe keinen, der mich lieb hat, ich gehe sterben. Nein, das ist einem Fisch in dieser Hinsicht völlig egal. Der schwimmt auch 3, 4, 5 Jahre in deinem Aquarium, dass er alleine ist. Das ist dem völlig Mumpe. Ja. Das wird gerne mal charakteristisch von Menschen auf Tiere so übertragen. Ne? Und das ist tatsächlich egal. Also du kannst ihn alleine halten. Und ich würde euch empfehlen, mindestens 1,20 Meter, 1,50 Meter Aquarienlänge zu bieten. Also ich hatte einen Artverwandten, den sehen wir gleich auch noch, auf 1,20 Meter mal 60 mal 60. Den habe ich gehabt, warte mal, 6 Jahre. Dann ist er an Altersschwäche gestorben. Also trübe Augen bekommen, eingefallen und dann war er weg. Lippfische haben verschiedene Altersklassen, also die können verschieden alt werden, je nach Art und Gattung, aber da bin ich leider nicht auf dem Stand. Wie und so weiter. Meiner ist jetzt 31,2 Jahre im 350er, 1,30 Nee, Meter. 31, dreieinhalb, glaube ich, soll das heißen. genau, 3,5, wo gesagt, 31,2, 3,5, Ja. genau. 3,5 Jahre im 350er, ja. 1,30, genau, das geht. 1,20 geht. Achtet halt drauf, wenn die kommen, genau wie der Jetlag, von wegen, dass dann eine kleine Abdeckung drauf ist, die solltet ihr mindestens 1 bis 2 Wochen haben, damit die Tiere sich an die Uhrzeiten gewöhnen können, weil das ist immer die Hauptgefahr bei Lippfischen und bei vielen anderen Fischen auch, dass sie rausspringen können. Ja. Warum auch immer, Okay. Lippfische neigen immer nach oben abzuhauen, obwohl sie in Sand gehen könnten einfach, ne? Das ist, wie gesagt, hier ein Sandschläfer. Dann ist ja auch wichtig in dem Fall, nächste Frage quasi gewesen oder wäre meine noch gewesen, brauche ich Bodengrund? Ja, nein, definitiv ja. Bei dem sollte man welchen haben, weil es der natürliche Instinkt ist, dass er halt abtauchen kann. Okay. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns den nächsten Kameraden an. Wir gehen Ja. einfach mal nach rechts weiter oder hast du einen, der Nee, thematisch mach da jetzt einfach besser weiter, ist ganz zupasst? egal. Nee, einfach Gut, weiter, es spielt eins, keine zwei, Rolle. drei, dann machen wir jetzt den hier. Genau, hier haben wir jetzt ein aufgewühltes Bild. So. Genau. Also Fische an sich brauchen circa 14 Tage, bis sie sich an den Aquarienrhythmus gewöhnt haben. So, hier haben wir jetzt einen Lippfisch, was auch bei manchen Sorten charakteristisch ist. Also manchmal reden wir noch von Halichoris. Das ist so die Gruppe einer bestimmten Lippfischart. Dann sind sie umbenannt worden in Biocherus. Ich weiß jetzt gar nicht, worunter der hier fällt. Das ist der sogenannte Marginatus-Lippfisch. Kam ursprünglich meistens aus dem Roten Meer. Wir sehen jetzt hier absolute Jungtiere. Die sind richtig grau. Da schwimmt auch einer dazwischen. Der ist jetzt links gewesen eben. Der hat noch so diese richtige Jugendmimikrie. Der kommt gleich ins Bild hier. Da ist er. Wo du auch diese Augen siehst auf dem Rücken und der noch so Streifen hat. Ja. Da hatte ich gerade gefüttert und wir haben, wie ihr seht, dort Sexbutata-Grundeln mit drin. Und kleiner Einsiedler rennt da durch die Gegend. Ja, Das der ist heißt, süß. hier ist alles aufgefüllt, also aufgewühlt, dadurch, dass die Fische gefressen haben. Sie sind gestern angekommen hier, diese Marginatus-Lippfische. Die sind ungefähr von der Größe 4 bis 5 Zentimeter groß, sehen tatsächlich im Jugendstadium absolut unspektakulär aus. Ist ein Lippfisch, der aber dann im Alter absolut Kracher ist. Also der kriegt eine Farbe im Alter. Da taut dir Regenbogen. Also Regenbogen, Scheißdreck gegen. Wirst du mir bei mir im Shop nichts finden. Kannst höchstens mal genau woanders gucken, ob man da schöne Bilder hat, weil das Problem ist, von diesem Das Lippfisch existieren kaum schöne Fotos. wollte ich gerade sagen, hast du den Namen noch mal parat? Gib mal einfach Marginatus-Lippfisch ein. Ich weiß nicht, ob er unter Halichoris drin ist. Also Marginatus mit R. Genau. Halt, Halichoris Marginatus, da ist er schon. Ja. Nochmal. Das sind jetzt, muss, achso, ich muss. Ja, nee, alles gut, hab schon. Achso, jetzt Ah. habe ich zu schnell getippt, wahrscheinlich dann. Da ist er schon, da unten. Ja. Genau, so sieht er Moment, darf später aus. das, Moment, das, das schauen wir uns mal alle zusammen an. Deswegen heißt er auf Deutsch Prachtregenbogenlippfisch. Das, was ihr jetzt gesehen So, habt, ist daher. absolutes Jugendstadium. Dieser Fisch ist tatsächlich dafür bekannt, dass er
Tubularien und so aus Aquaporen frisst. Er wird hier empfohlen, also ab 1200 Liter. Man geht natürlich mal davon aus, dass du so einen riesen Lappen dort hast. Geh mal runter, wir wollen mal schauen, welche Größe er als Naturgröße hat, also 17 bis 18 Zentimeter. Klar, hier sehen wir wieder, es wird halt, geh ruhig wieder aufs Foto, weil es zu so schick ist. Den Rest kann ich auch selber erzählen, da brauchen wir das Lexikon nicht für. Also das ist halt, wie man sieht, Pracht, Regenbogen, Lippfisch, so wird er dann auch. Er braucht aber ein bisschen, weil er bleibt relativ lange eine graue Maus, so wie er jetzt dort schwimmt. Das ist ein Männchen, was du hier siehst. Und hier ist es genauso. Jeder Hallichoris wird in seinem Leben irgendwann zum Männchen. Ne? Das, was wir jetzt Woher dann. weißt du, dass das ein Männchen ist, weil Das jeder das siehst immer wird? an der Farbe, siehst du das jetzt. Ach so. Bei diesen Hallichoris-Arten ist es immer charakteristisch so, dass die absolute Krassfarben bilden als Männchen. Du kannst ja mal runterscrollen, ob wir auch Weibchenfotos unten finden. Wenn du runtergehst, ist manchmal noch ein anderes Foto Das weiter, ist ganz runter. wahrscheinlich die letzte Energie wie bei einer Glühlampe. Kurz Da, bevor sie kaputt geht, wird sie noch mal guck richtig mal, hell. geh mal auf Juvenil. Ja? Da habt ihr gerade im Video gesehen, so sehen die jetzt bei mir teilweise noch aus. Siehst du es? Ja. So, das ist die sogenannte Mimikrie. Das heißt, der macht hier eine Krabbe nach. Deswegen hat er diese zwei großen schwarzen Punkte dort auf dem Rücken. Ne? Ah. Das soll eine Krabbe imitieren. Aber das ist so ähnlich wie die Krabbenaugengrundel. Kennen ja manche von euch. So, und das ist die Mimikrie. Und wir haben gerade in dem Video gesehen, da war noch einer dabei, der hat noch diese Optik. Geh mal weiter in den Fotos, bitte. Gibt ja dann Ja. doch mehr als gedacht. Geh mal auf die größeren Tiere da oben, die noch so ein bisschen gräulich Adult, nehmen wir aussehen. das hier mal, Adult. ne? Genau. So, hier seht Schon ein ihr, bisschen bunter. ja, das ist ein absoluter Bock. Das siehst du auch an dem Kopf, an diesem, wie so ein, hier so ein, wie nennt man das, so eine Beule hat er da oben. Kannst du das sehen? Das Ja, hier? genau. Ja, das ist immer charakteristisch für diese Boah, ich werde Hallichoris-Arten. immer besser. Die Männchen kriegen halt so eine Beule. Mach mal das andere Bild eben. Ist daneben war. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Lippfisch für euch. Den solltet ihr, musst noch mal klicken, das hat nicht funktioniert. Ja. Da solltet ihr wirklich große Aquarien haben. Ich würde jetzt sagen, so ab 800 Liter ist okay. Mach mal das daneben. Was haben wir da für eins? Ja gut, das haben sie mehr fotografiert. Ein bisschen grünstichig so, ne? Ja. Wie gesagt, das kommt aber tatsächlich erst später, diese Farbenpracht. Aber wer sich sowas gönnen möchte, ich sag mal so, Ja, ja, schon krass. ab 800 bis 1000 Liter kann man den setzen. Meine Tiere haben jetzt eine Größe von 4 bis 5 Zentimetern, auch sehr schwimmfreudig. Mach noch mal unser Video an, bitte. Auch hier könnt Schon. ihr erkennen, dass die einfach diesen Schwimmraum brauchen. Als kleine Tiere kann man sie so in der Truppe halten hier, machen auch so das gleiche wie die gelben Lippfische eben. Drohen sich ab und an mal, aber sind einfach noch zu klein. Also Geschlechterbildung findet dort erst statt. Nach ein paar Jahren würde ich sagen, jetzt sind es alles Weibchen, tun sich so untereinander nichts. Wer sie es gönnen möchte, okay. Passt halt immer auf. Egal, wenn ihr Lippfische habt, achtet bitte immer drauf, dass ihr Garnelen und solche Sachen vorsichtig einsetzt. Es ist halt so, dass viele Lippfische natürlich spezialisiert sind auf verschiedene Wirbellose. Einer schreibt es gerade schon, Borstenwurmkiller zum Beispiel, jawohl. Aber wenn ihr halt Garnelen und sowas kauft, achtet immer drauf, dass ihr diese Garnelen beim Umsetzen direkt ins Riff setzt. Packt die niemals einfach frei ins Wasser. Also ich glaube, das Thema Garnelen und so werden wir auch nochmal haben bei diesen Tierstreams. Also bei Lippfischen bitte immer darauf achten, wenn ihr die habt, achtet auf eure Krabbler, wenn ihr neue kauft, setzt sie halt immer ein bisschen separat ein, achtet darauf, dass der Lippfisch dann nicht gleich hinschwimmt. Ich hatte heute so eine Erfahrung mit meinem Kugelfisch hier, der wollte dann so einen Krebs gleich mal auffressen. Nee, gestern Abend war das, da hatte ich so einen Belulus-Partnerkrebs eingesetzt und da kam dann gleich so ein Kugelfisch an und wollte den gleich auffressen. Ich dachte, ja, wieder nicht aufgepasst. Also es gibt bestimmte wichtige Techniken, wie man Tiere richtig einsetzt, wenn ihr bestimmte Tiere irgendwie habt. Bei Muscheln habe ich noch nichts gehört, gesehen, aber wie es so ist, es gibt immer irgendjemanden, der sowas berichten kann, eventuell. Da ist tatsächlich das sogenannte Schwarm, die Schwarmerfahrung immer ganz gut. So ist es mir jetzt nicht bekannt, dass er das macht. Ich glaube, es ist auch immer einfacher, wenn ihr kleine Tiere kauft, in das Riff reinwachsen lasst, anstatt dass ihr gleich so mega große Tiere kauft, die vielleicht noch mehr so diesen Instinkt dann haben. Als Beispiel jetzt nur fiktiv, ja, so eine Muschel dann auffressen zu wollen. Und da bitte aufpassen. Es gibt auch Auch für einen Meter, kommen wir noch zu.
Auch die sind dann wahrscheinlich wieder futtertechnisch sind die alle ähnlich, ne? Also Ja, Frostfutter. also eins musst du dir merken, Lippfische, alles Wasserschweine, spielt keine Rolle. Die fressen alles, was lecker ist, die checken alles. Das ist so absolut kein, also diese Sorten, die wir jetzt heute uns hier angucken, das sind ja, wie gesagt, die, die wir im Shop haben, die sind alle keine Futterspezialisten. Und wenn es die sind, sage ich jetzt nochmal eindeutig, alle Tiere, die ihr von uns bekommt, werden vorher futterfest gemacht. Gibt es Ausnahmen, wie bei Mandarinfischen und so, dann schreiben wir das rein oder wir sagen es euch. Also das, aber das, was ihr bei uns im Shop bestellt, ist futterfest. Ist einfach so. Lippfisch heißen sie wahrscheinlich wegen ihrer charakteristischen ja, Mundoptik, Rundfunkgebühr. ne? Mundfunkgebühr, die charakteristische Mundfunkgebühr. Das hast du doch wieder Oh, gegoogelt, vielleicht, ne? Habe ich mir nur, Mauloptik. habe ich mir Nee, da tatsächlich, hast du noch nichts zu gesagt, nö, weil aber ich mir da keine Gedanken drum gemacht habe in über 30 Jahren tatsächlich. Also es gibt so Sachen, wie soll ich euch das erklären? Ich weiß total viel über Fische, weil ich halt mit aufgewachsen bin. Aber es gibt auch total viele Sachen, die ich nicht über Fische weiß, weil es mich eigentlich nicht interessiert, warum der Lippfisch heißt. Es ist einfach so. Mich interessiert nur, wie gehen die Tiere in unserem Aquarium? Wie werden, also erstmal, wie werden sie gefangen? Wo kommen sie her? Schon gefangen, dies, das, jenes. Welche Bestimmungen haben diese Tiere, um bei uns alt zu werden? Ja, dass sie vielleicht teilweise sogar ein geileres Leben haben als in der Natur, weil sie vorher schon längst aufgefressen worden sind, was auch immer. Und es gibt tatsächlich Dinge, die ich mir einfach gar nicht mehr angeguckt habe, sondern das ist ja so eine Berufsgeschichte, wo du einfach andere Sachen im Kopf hast, als mich damit zu beschäftigen. Warum heißt das Ding Lippfisch? Tatsächlich ist das so. Mach vielleicht, wenn jetzt Klot da sitzen würde, würde sagen, was erzählst du da? Das kann gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich so, weil das ist mir egal. Genau, da kannst du halt googeln, da steht da, weil er dicke Lippen hat, ist er halt ein Lippfisch so. Also mich interessiert es nicht. Mich interessiert das Wesen, das Verhalten, was macht er, was kann er, was darf er nicht, was sollte ich nicht kombinieren. Das ist für mich das Wichtige. Warum der Lippfisch heißt. Haus bei Google rein, hast den Namen. Ist mir völlig Mumpe. Ist tatsächlich so. Ja, aber da machen sich ja viele Leute Ja. tatsächlich Gedanken drüber. Genau das ist es immer. So Es werden sind sich diese Gedanken gemacht. Ja, unterschiedlichen aber ja, Ansichten. es kann jetzt sein, dass draußen einer sagt: Alter, was ist das für ein Spinner? Und das ist mir völlig egal, weil ich muss den Namen nicht wissen. Ich muss auch nicht wissen, warum das Blau-Grün schillert in dem und dem. Das ist mir völlig blöd egal. Also ich muss aufpassen, wie ich sage, sonst musst du wieder piepen, ständig bei YouTube nachher. Sondern mir geht es ums Tier an sich. Wir müssen uns doch damit auskennen, wie wir diese Tiere vernünftig hältern und dass es denen gut geht. Und da muss ich nicht wissen, warum Lippfisch Lippfisch heißt. Jetzt mal so, wenn man das will, okay, Ja. aus bei Google rein, irgendeiner hat es da reingetackert. Aber für die Zukunft weißt du, der Lippfisch heißt Lippfisch, nicht, weil er eine dicke Lippe riskiert, sondern weil er eine dicke Lippe hat. Genau. Oder ausgeprägte Lippen. Okay, gut. Ich würde sagen, Hübi Bist auch ein riskiere auch ab Lippfisch. und an eine dicke Lippe, bin ich auch ein Lippfisch, ja. Ja. Moment, weißt du, was ich meine Ausbildung gelernt habe? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wie man an die richtigen Informationen kommt. Genau, und das ist richtig. Und da ist nämlich genau auch der Fachhandel der richtige Ansprechpartner, wenn man nämlich mal nicht etwas weiß. Im Internet steht ganz viel Tolles drin, es steht aber auch ganz viel gefährliches Halbwissen drin Ja. und auch Sachen, die sich überholen. Ja, wenn ich jetzt nach Aquaristik suche, da finde ich ganz, ganz viele Foren mit Einträgen von 2005, 2006 oder sowas. Da war ja die Aquaristik. Oder auch 10, da war die Aquaristik ja noch auf einem ganz anderen Stand, als sie heute ist. Damals hat man vielleicht gesagt, okay, man kann Wunderkorallen in Hauf zu Hauf halten im Aquarium. Heutzutage sagt man, ja, ist ein bisschen schwierig, geht, aber das ist schon eine High-End-Koralle, weil die Wertschätzung und die Ressourcen auch einfach andere geworden sind und halt auch die Erfahrungen, die man gesammelt hat. Von daher, und diese aktuellen Infos, ein guter Fachhändler hat die halt einfach parat, berät ein. Für mich ist doch wichtig, dass wir Tiere haben, die wir am Leben erhalten. Es geht, ne? Es gibt schon so viele Tiere, die einfach bedenkenlos verkauft werden. Ich sehe es doch. Also ich mache ja auch Store-Checks. Ich gucke mir auch an, was andere anbieten, was für Tiere sie haben. Es gibt immer wieder Tiere, wo ich das ausprobiere,
auch mal sage, es gibt irgendein Tier, wo ich sage, Mensch, ja, okay, komm her, ich bestell die mal wieder. Das gehört zum Beispiel diese Krabbenaugengrundel dazu. Ist ultra schwierig. Oder jetzt kam irgendwo ein Bericht über Goldkopfgrundeln. So, wird auch gesagt, ja, ich wundere mich, warum die noch bestellt werden, hält doch keiner am Leben, bla 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 bla. Ja, weil sich immer nicht bis ins Detail um die Dinge gekümmert wird, die wir wirklich benötigen, sondern dann kommen die Sachen, ja, warum weißt du nicht, dass der, warum der Lippfisch heißt, sage ich jetzt mal wieder so, ne? Sondern es geht doch viel darum, Alter Leute, wir müssen die Tiere am Leben erhalten. Ja, ich meine, gut, wir sind jetzt nicht die Fraktion, wir essen die Dinger nicht, so wie das die Länder vielleicht machen. Ja, haben wir ja schon mal gehabt, das Thema, wenn einer Fischer da losgeht und der fängt hier Palettendoktoren, also Doris, für die Leute, die es nicht wissen, was es ist. So, und alles, was die Größe hat, kommt dann in den Kochtopf. Das heißt, das ist ein Speisefisch bei denen. Und die denken da drüben, ey, Europäer sind voll doof, so hauen die das in ihren Glaskasten, gucken die ihren Essen immer zu, wie das da lang schwimmt und so. Also, wir müssen uns kümmern, dass ihr Tiere habt, die auch im Leben bleiben für die nächsten Jahre und dass ihr diese Fehler sein lasst. Ja, klar, Biologen und so, jeder hat seine Gruppe. Ein Biologe ist wichtig, wo stammt der Fisch her, aus welcher Gruppe, bla 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 bla. Könnt ihr alles machen, interessiert mich selber nicht. Ich muss wissen, was kann dieses Tier, wie halte ich es am Leben, was sind die Eigenarten eines Tieres, was muss ich beachten mit dem, was sonst noch so drin rumschwimmt und so weiter. Jupp. Also der hier, Marginatus, gönnt ihm halt ein bisschen mehr Schwimmraum. Jetzt wird es ihn nicht jucken, wenn das Aquarium ein bisschen kleiner ist, weil er halt noch ein kleiner Scheißer ist hier. Die schwimmen jetzt auf 1,20 Meter mal 50 mal 40 ungefähr. Das sind so die Verkaufsbecken, die wir dort haben. Gepaart haben wir sie hier mit den sogenannten Sexbutata-Grundeln. Die wühlen jetzt alles durch. Deswegen seht ihr da jetzt auch diesen ganzen Schneeeffekt, den ihr da habt. Wir haben also gefüttert und das bleibt dann danach. The Fog, Nebel des Futters. Bleibt dann übrig. Das war dann nach einer halben Stunde alles wieder weg. Also ein toller Fisch, den ich euch empfehlen kann, gerade wenn ihr blöde Parasiten drin habt oder halt Borstenwürmer und sowas, den könnt ihr da ganz toll für einsetzen. Tolles Tier. Haltet ihn am besten einzeln. Ja. Nächster, Biocherus hallichoris, haben wir tatsächlich auch von Sri Lanka, kannte lange keiner. Timorensis-Lippfisch. Ich habe ihn nicht ganz so gut aufs Video gekriegt, wie man sieht. Es war ein bisschen viel Blau drin. Der ist eigentlich so silbermetallig und hat dann ganz orangene Punkte auf dem Körper. Wenn wir das Video ein bisschen durchlaufen lassen, dann werdet ihr merken, irgendwann könnt ihr es ganz gut erkennen. Die Tiere, die ich gerade habe, sind ungefähr 4 bis 5 Zentimeter groß. Sie sind gestern gekommen, deswegen hatten sie Angst vor der Kamera und schwimmen deswegen dort in der Ecke. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir dann den Keller sperren für euch, dass ihr da erstmal noch nicht runterkommt, weil die einfach Angst vor Menschen haben. Es ist einfach so. Die fressen schon, man sieht es wieder hier, Hängebauch, Timorensis-Lippfische, also die haben auch ein kleines Bäuchlein gehabt, sind auch Sandschläfer. Und diesen Fisch habe ich damals in einem unserer Schauaquarien gehabt. Und da haben wir gesehen, dass der tatsächlich diese Tubularien von einer Goniopora gefressen hatte. Also die Goniopora, also Margeritenkorallen, wenn die diese Tubularien haben, sitzen die ganz oft auf den Mündern. Also ne, Goniopora, für die, die es nicht wissen, Margeritenkoralle, hat also so ganz lange Arme, dann so eine Art Krone obendrauf und da drin ist dann die Mundöffnung. Und wenn man diese komischen Parasiten hat, sitzen die ganz oft bei einer Goniopora auf diesen Mundöffnungen. So, Timorensis kam, wir kannten den noch nicht, haben den einfach mit ins Schaubecken geschmissen, weil das war für mich immer so das Beste, ne? Neues Tier, wo packe ich es am besten rein? Schauaquarium, stabiles Milieu, gucken, was macht der so? Wenn ich Pech habe, muss ich ihn rausfangen, wenn er Korallen auffrisst oder was auch immer. Und damit tatsächlich festgestellt, dass dieser Lippfisch aktiv die Alveoporen und Gonioporen abgesucht hatte und hatte dann tatsächlich dort diese Tubularien rausgepickt. Das war eine Sensation. Ich hatte es damals auch gefilmt, aber leider ist dieses Video weg. Also es war echt mega. Und somit kam der Siegeszug dieses Timorensis-Lippfisches. Man könnte den kombinieren mit denen, die wir da vorher hatten. Das ist alles kein Problem. Auch hier würde ich empfehlen, so ab 500, also auch wieder Aquarienlänge, 1,30 Meter, 1,20 Meter, ist gar kein Problem. Er wächst relativ langsam, habe ich festgestellt. Und ja, ist eigentlich recht angenehm. Es gab mal Fälle, wo gesagt wurde, er hätte wohl auch Garnelen gefressen oder sowas.
Das konnte ich jetzt noch nicht bestätigen, aber das ist bei allen Lippfischen die Gefahr. Deswegen halt immer aufpassen. Dann haben wir als nächstes Kameraden hier, der uns einen vortanzt. Ne, er seht ihr gerade. Wollte gerade sagen, da ist immer The noch so ein Dancing, The Dancing Lippfisch. Deswegen habe ich es einfach Glitzer. draufgehalten, weil da kam dann der nächste. Das hier ist auch ein Lippfisch. Viele von euch wissen das überhaupt nicht, dass das ein Lippfisch ist. Gerade so die Einsteiger sagen dann bei mir im Geschäft, ich hätte gerne diese blauen da mit den Streifen. Und dann hätte ich gern davon zwei Stück. Ist leider auch ein typischer Lippfisch, der sich irgendwie gar nicht so mit einem Pärchen oder Paar verträgt. Also sehr, sehr selten. Wir kennen die Geschlechtsunterschiede nicht. Ich glaube, ich habe einmal ein Pärchen gehabt hier bei uns in der 3-Meter-Anlage. Das ging ungefähr 2 bis 3 Jahre gut und dann fingen die an, sich zu scheuchen und dann war einer weg. Habe ich oft die Nachfrage bei Putzerlippfischen, ob ich da Pärchen packen kann. Nein, ich kann es tatsächlich nicht. 99% ist ein Riesenproblem. Kann man den mit einem Diamantlippfisch zusammenhalten im Biochirus? Ja, eigentlich schon. Warum nicht? Also Lippfische unter sich, so diese Arten, die ich euch zeige, die tun sich untereinander nichts. Wir packen die nur Sorten rein. Das heißt, wenn wir halt für euch abpacken müssen oder für den Kunden, dann haben wir die halt aufgeteilt. Sonst wird es immer echt kriminell, weil Lippfische die Angewohnheit haben, sehr flink und schnell zu sein, sich zu verstecken, in Sand einzugraben. Und wenn ich dann noch sortieren müsste, wäre es ein echtes Problem. Das ist der alleinige Grund, warum wir die getrennt halten. Wir haben manchmal hier oben in der Abteilung auch Aquarien. Da passiert es manchmal, dass wir verschiedene Arten von denen in einem Aquarium haben. Also da tut sich nichts, keine Probleme. Beim Putzerlippfisch ist es so, den sollte eigentlich fast jeder haben. Da ist tatsächlich so gefährlich mit Mördermuscheln, aber auch nur eventuell. Und dieser tanzende Gringo hier, der kann auch mal Garnelen die Augen ausbeißen. Haben wir auch schon Exemplare gehabt, dass die dann gezielt an Putzergarnelen geschwommen sind und haben denen die Augen weggefressen. Gab es auch schon. Das sind dann aber so Fälle, die recht selten vorkommen. Und es gibt noch einen Fake-Putzerlippfisch. Da habe ich leider kein Video von, weil wir immer versuchen, den natürlich nicht zu bekommen. Der sieht genauso aus wie ein Putzerlippfisch, hat aber die Eigenart, dass er die Schuppen der Fische runterfrisst. Also so getarnt, ne? Weil der Putzerlippfisch hat irgendwie so das Glück, wenn der irgendwo ins Aquarium kommt, egal was ist, der wird sofort akzeptiert. Weil die Tiere merken, oh, da ist die Putzkolonne, der da an mir vorbeischwimmt. Ich muss da mal hin und muss mich putzen lassen. So. Und deswegen hat ein Putzerlippfisch, egal wann du ihn kaufst und dazu setzt, nie ein Problem. Das hat die Natur so vorgesehen. Den kannst du reinsetzen, dem passiert nichts. Außer du hast Fische, die voll genervt sind von dem Putzerlippfisch. Und da gibt es manche Doktoren, die sofort zwei Hörner kriegen, total ausflippen wie so ein Stier und fangen dann an, diesen Putzerlippfisch zu jagen. Und dazu gehören ganz oft Borstenzahner. Also seid da bitte vorsichtig, wenn ihr so Borstenzahner-Doktorfische habt, kann es sein, dass die den absolut nicht leiden können. Wann setze ich die am besten ein? Gibt ja immer mal so Sachen, manche Fische soll man im Dunkeln einsetzen. Muss ich die groß eingewöhnen ans Wasser oder Beutel auf und reinschmeißen? Oder Ja. wie verhält sich das? Kann man das pauschalisieren für die Lippfische oder eher nicht? Also, nein, kann man leider, also kann man nicht pauschalisieren. Es gibt Lippfische, die vertragen Eingewöhnung überhaupt gar nicht. Die sterben dann an einem Herzinfarkt oder sowas. Zum Kanarienlippfisch kannst du auch noch was anderes packen, kommen wir auch noch zu. Also, bei diesen war es jetzt so, die kamen ja nun von Sri Lanka und habe. Die kamen dann, haben die ausgepackt in den Eimer und haben dann langsam einfach mit Bechermethode umgewöhnt. Ja, da brauchst du keine Tröpfchen oder CO2-Eingewöhnungsgedönse und so, weil zum Beispiel Lippfische CO2-Eingewöhnung nicht vertragen. Da werde ich jetzt nicht ganz so viel drüber erzählen, weil wir das in einem YouTube-Video machen werden. Also wir gewöhnen die ganz normal ein, also Tiere in den Eimer, Wasser aus dem Aquarium Stück für Stück rein, maximal 20 Minuten umsetzen und gut ist gewesen. Also keinen großen Firlefanz. Was ihr generell bei Fischen nicht machen solltet, ist die Beutel, wenn die kommen, aufs Aquarium legen und so. Das macht man gar nicht. Leider wird es immer noch empfohlen, denn Fische drehen komplett durch, wenn sie, sag jetzt mal, 12 Stunden in der Box waren, alles war schwarz. Ja, dann nimmst du den Beutel, schmeißt den auf dein Aquarium. Der Fisch kriegt im Nu Licht auf der Hirse und möchte gerne wegschwimmen. Kommt aber nicht raus, weil da ist irgendwas, was er nicht versteht, dass er gar nicht ins Aquarium kann. Ne? Er sieht zwar, dass
den Sand und alles und würde da gerne hin, aber kann nicht. So. Und das ist halt der größte Stressfaktor, den Fischer haben können. Und einer meiner Meinung nach größten Fehler, die man heutzutage machen kann, so Fischtüten, wenn die kommen sind, aufs Aquarium zu legen. Ich würde die auch nicht ins Technikbecken oder sowas legen. Nein, haltet sie weiter dunkel. Nehmt euch Eimer, meinetwegen stellt die Tüte dort in diesen Eimer, macht diese Tüte vorsichtig auf. Nehmt bitte einen Eimer, wo ihr einen Deckel oder sowas habt. Ihr müsst das nicht komplett hermetisch zumachen, sondern lasst halt einen Schlitz, damit ein bisschen Licht durchkommt. Das ist ungefähr so, du bist in deinem Schlafzimmer, du hast das alles schwarz um dich rum und es kommt einer und reißt sofort das Rollo hoch. Da guckst du ja auch erstmal durch die Brille. Also du hast es zwar nicht auf, aber ne, du wirst dann auch denken, ey, was geht gar nicht, deine Augen tun sofort weh und absolut Problem. Und das hat ein Fisch natürlich auch. Deswegen müsst ihr den sanft eingewöhnen. Und da gehört es halt dazu, den nicht von einem dunklen Karton sofort ins Licht zu schmeißen und dann noch den Fehler zu machen, das auch noch aufs Aquarium zu facken, ja? Oder ins Technikbecken. Am besten noch unter die Lampe. Ja, machen aber manche, weil sie es nicht wissen. Es ist ja kein Vorwurf. Also dafür reden wir ja auch in solchen Streams drüber. Ja. Aber nein, nicht machen. Nicht machen. Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, Moment, wir schauen uns den nächsten an. Ja. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen. Ich weiß nicht, die dürfen wir nicht vergessen. Und zwar einmal Infos über Höhlenlipper sind gewünscht. Mhm. Haben wir einen Höhlenlipper heute dabei? Im Video nicht, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Und die sind halt in Aquarien, die recht dunkel sind. Wir haben Vetmorella da. Die können wir uns aber im Shop angucken. Okay. Wollen wir das eben zwischenschieben, weil wir jetzt gerade als Thema haben? So, wir gehen mal in den... Dazu übrigens Jonas Stratmann beobachten. Da kommt jetzt in der nächsten Woche ein Video von Fischen, die wir ihm geschickt haben, in sein privates Aquarium. Dort sind auch Vetmorella gewesen. Die haben wir auch da. Zwei Tiere habe ich noch verfügbar, ist ein Pärchen. Vetmorella-Arten sind sogenannte Höhlenlippfische, leben also in der Natur sehr versteckt. Es muss ein Riesenaufwand sein, diese Tiere zu bekommen. Das Foto, was ihr dort seht, so sehen die auch aus. Dort seht ihr an dem Rohr, ist eine Garnele zu sehen. Das heißt, sie tun also Garnelen nichts. Wir haben dort rote Manni-Garnelen, glaube ich, mit drin. Sie schwimmen nur so durch die Gegend. Hier wurde es mit einer starken Beleuchtung aufgenommen, deswegen eher so braunfarben. Eigentlich sind die so ein bisschen rötlich. Sind Geschlechtswechsler. Wie gesagt, momentan ein Pärchen dort schwimmen, sind auch beide freigeschaltet, sind aber auch die letzten, die ich habe. Davon hat halt der Jonas welche abbekommen. Muss sie dringend nachbestellen, sind aber sehr selten zu bekommen tatsächlich. Und vor allen Dingen in einer guten Qualität, denn Höhlenlippfische haben halt ja das Problem, dass sie halt sehr tief gefangen werden. Sie müssen halt richtig akklimatisiert werden, von unten nach oben und so weiter. Also die können genauso eine Taucherkrankheit kriegen wie wir Menschen auch. Das muss also alles ganz langsam passieren. Und von daher ist es dort immer sehr wichtig, einen guten Zulieferanten zu haben. Und den scheint es wohl nicht so oft zu geben. Deswegen findet man die auch nicht so oft im Handel. Also es gibt vielleicht zwei, drei Händler, die regelmäßig haben. Aber auf Deutschland gesehen oder Europa ist es natürlich erschreckend wenig. Ne? Gibt es da irgendwelche Fragen zu den Höhlenlippfischen? Falls ja, musst du mir vorlesen, Lumi. Nee, das war die einzige Sache von OL Dirty. Infos über Höhlenlipper. Ja, ansonsten vom Futter her fressen sie halt sehr gerne alles, was man so an Frostfuttersorten hat. Sie nehmen gerne feine Müsis, sowas halt, alles, was ins Maul passt. Bitte abwechslungsreich füttern, vitaminisiert füttern ab und an. Ansonsten halt, wie gesagt, versteckt lebend, eher so ein bisschen in der Deko und so. Ich bin gespannt, wie sie beim Jonas rumschwimmen. Freue mich da schon auf das Video, um mal zu gucken, was die bei ihm so veranstalten da. Sonst ein toller Fisch, so. Haben wir nicht so oft da, tatsächlich. Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, springen wir wieder zurück zum Video. Und zwar haben wir hier als nächstes, nehmen wir mal das hier. Ja, nehmen wir das, weil zum Chrysos kam ja gerade eine Frage, ob ich andere Lippfische setzen kann. Und da haben wir die Frage beantwortet. Wir haben zum Beispiel hier eine Hexe drin, also Hexatenia-Lippfisch. Deswegen habe ich hier einfach draufgehalten. Genau, ich habe eigentlich den Hexatenia gefilmt, weil es ja auch ein typischer Lippfisch ist, den ihr gerne in eurem System habt. Dort haben wir den Chrysos-Lippfisch. Lass uns mal kurz zeigen, was ist der Hexatenia?
Ja, genau, der da so wild mit der Kamera verfolgt wurde. Da ist Doch, er. er Ja. hier. Ja, genau, das ist die Hexe. Wir nennen Okay. sie Hexe auch, also der Name kommt allerdings durch die Streifen und so, die er hat. Die Hexen, deswegen nennen wir sie auch so, weil es halt so kleine Stinkstiefel sind. Man muss halt immer aufpassen, wenn man so eine Hexe vorher schon drin hat, dann können sie zu anderen Artgenossen, ich beinahe gesagt, oder Mitbewohnern etwas ruppig sein. Ja. Das stört die auch nicht, ob die 10-mal größer sind als er oder so. Er muss erstmal einen dicken machen. Ja, das ist generell so. Wir haben jetzt hier Dekora-Grundeln mit zwischen. Das sind diese Lilanen, die da rumschwimmen. Das ist also ein Live-Video gewesen von heute Morgen, also was ich euch abgefilmt habe. So sehen bei uns die Ja. Aquarien dann aus. Ne? Also wir haben immer ein bisschen Steine drin, so eine Röhre, wo die sich verstecken können. Dann so kleine Höhlen. Und wir mischen das auch so ein bisschen. Und ja, Hexatenia halten wir tatsächlich einzeln. Man kann die wohl in großen Gruppen halten. Ich habe es selber noch nicht funktioniert. Große Gruppe bedeutet dann aber tatsächlich mindestens 6 bis 8 Tiere. Dann sollen sie angeblich auch friedlicher sein, als wenn sie so alleine gehalten werden. Hier macht er überhaupt gar keine Probleme, weil einfach zu viel Fisch dann dazukommt bei ihm. Dann ist er überfordert. Oder ob es eine sie ist, ich weiß es gar nicht. Ich kenne die Geschlechtsunterschiede bei denen nicht wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass das auch am Anfang alles Weibchen sind. Ist tatsächlich ein kleiner Lippfisch, den man nicht in Nano halten kann, aber dann doch schon in Aquarien ab 100 Liter, würde ich sagen. Okay. Ist aber so, dass du den dann tatsächlich als letztes setzen solltest und dann bitte möglichst ein kleines Exemplar nehmen solltest, weil er halt hierarchietechnisch relativ nachher hoch aufbaut. Und ja, also ich sag mal so ab 100, 120 Liter würde das gehen. Genau, und wenn du halt ein Riesenaquarium hast, wie Katz da gerade geschrieben hat, erstmal willkommen. Wir haben heute über deinen Seestern gesprochen. Das Foto, was du mal da mir geschickt hast, weil wir hatten am Anfang ja Seesterne als Thema. Also wie gesagt, wenn die Aquarien riesig sind, ist das sowieso immer ein ganz anderes Benehmen der Tiere, sind viel gechillter, haben viel mehr Reichweite, also abgesteckte Claims, sage ich mal, ja, dass jedes Tier so sein Habitat dort hat, teilen sich dann halt auf. Und wenn es natürlich kleinere Aquarien sind, ist es immer ein bisschen schwieriger. Kannst du machen, Fischgeraffel. Vetmorellas kannst du in der Gruppe halten. Gar kein Problem. Wenn wir die hier haben, halten wir die immer. Also das, was ich kriege, hauen wir in ein Aquarium. Ist gar kein Thema. Die schwimmen da alle friedlich durch die Gegend. Jetzt im Moment haben wir ein Pärchen schwimmen. Vor 2 oder 3 Jahren gestorben. Okay, wie lange hattet ihr den Katz da, diesen riesen Seestern? Und Fischgeraffel, Jonas Stratmann macht ein Video drüber. Der hat von uns Tiere bekommen. Das wird wohl nächste Woche geschaltet. Da wird er vielleicht auch was zu den Wettmorellas sagen. Ja, die anderen Cruiser, die wir da haben, das sind halt die Krysus-Lippfische, diese komplett Gelben, gelben. ne? Das sind die aus Ja. Indien, also Indonesien kommen die. Die waren da sehr aufgeregt, weil ich halt mit der Handykamera da gefilmt habe. Deswegen schwimmen die da so ein bisschen fluchtartig durch die Gegend. Auch hier halten wir die halt in der Gruppe. Ist auch wieder kein Pärchenlippfisch. 5 Jahre hast du ihn gehabt. Schön. Kein Pärchenlippfisch, sondern entweder Gruppe, so wie dort, oder einzeln halten, bitte. Keine Paare. Ganz wichtig. Sandschläfer, Hexatenia, Steinschläfer. Legt sich irgendwo zwischen die Steine, macht einen Schutzkokon, ne? Die machen so eine Schleimschicht um sich rum, damit die ist auch so leicht giftig, damit sie nicht gefressen werden aus dem Riff. Und darin pennt er dann. Und die Gelben, die schlafen im Sand. Und das macht er jeden Tag neu? Also Ja, jeden Tag natürlich. macht er seine Schleimschicht neu, Ja, oder? ich kann dir gar nicht sagen, wo der schläft. Müsste ich eigentlich mal hinten ans Becken gehen und mal gucken, ob ich den irgendwo finde. Aber meistens kleben die dann irgendwo. Du siehst rechts diese kleinen Steinchen, wo da so eine Mini-Höhle ist. Da wird Ja. er. Weil er da auch immer, siehst du das, der tanzt da immer so ein bisschen vor. Achte mal drauf. Also jetzt geht ja die Dekora-Grundel weg und siehst du da, wie er sich da bewegt vor diesem Ja. kleinen Loch da eben. Und da kommt gleich so eine Sequenz, wo er darin abhauen will. Also ich nehme an, dass das seine Ja. Schlafhöhle ist, ne? Ja. Ja. Ja, kann sein. Er ist immer da in dem Bereich, ja, das stimmt. Genau. Das wird wohl sein Reich da sein. Und wie gesagt, die anderen, die werden da in der Röhre pennen oder hier in den anderen Steinen, wo die Löcher drin sind. Da legen sich dann meistens hier diese Grundeln rein, die ihr da seht. Diese Lilanen, die da schwimmen, das sind mittlerweile sehr selten gewordene Grundeln. Ja. Da haben wir momentan ein paar Tiere da. Keine Höhlen ist nicht so toll.
wenn du halt Stein, also das ist so ein bisschen das Problem, was ich immer sehe. Deswegen bin ich auch gespannt, wie Jonas das zeigen wird von diesem ganzen Wurstgestein, was man jetzt so aufbaut, ne? Diese Ja. Würste, die überall so im Aquarium gewürstelt, gewurstet werden. Durch diese ganzen Kunstgelumpe hast du halt keine porösen Steine mehr, dass du irgendwelche Schlaflöcher oder sowas hast. Das heißt, die Tiere werden sich irgendwo irgendwas suchen, wo sie halt pennen können. Ob das jetzt geil ist, sei dahingestellt. Ich werde halt nie ein Fan von so einem Kunstkram sein. Das ist leider so. Ja, siehst du, Hübi, dann, ja, die werden, also Fische finden immer irgendwo eine Schlafmöglichkeit, aber es wird natürlich schwieriger mit dem Kunstgestein, wo du halt wenig Porosität drin hast, dass sie was finden. Und nehmt halt nochmal Abstand von diesen schlafenden Sandtierchen oder im Sand schlafenden Lippfischen, wenn ihr keinen Sand drin habt. Manchmal reicht sogar einfach nur so eine Ecke zu machen, dann gehen die da auch hin, aber ganz ohne bitte nicht machen. Okay? Okay. Ja, ist egal, was du hast. Wichtig ist, dass sie sich irgendwo halt verstecken können. Versteckmöglichkeiten bieten. Manchmal ist das auch in Korallen. Sie legen sich zwischen den Korallen, irgendwo zwischen. Müsst ihr euch mal einen Spaß machen, mal abends vorsichtig das Aquarium ableuchten. Dann sieht man manche Fische, wo sie sich aufhalten. Kannst das nächste Video machen. Dann schauen wir uns als nächstes das hier an. Jo, den musste ich aus meinem Schau, also aus der Korallenanlage filmen, weil die Ornatus, die wir jetzt bekommen haben, sind noch sehr, 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 sehr scheu. Der gelbe würde ich auch sagen, ich gehe davon eher so Aquarienlänge aus, auch ab 1,20 Meter bitte. Wenn du hast 60, 60, hatte ich die drin, diese Krysus, ich glaube 5 Jahre ungefähr. War kein Problem. Scherengarnelen haben ja nur einen Schlafplatz und der Fisch wird nicht so dämlich sein und sich genau da hinlegen. Da sorgt die Scherengarnele schon für. Da müsstest du schon ein Mini-Aquarium haben, dass das Probleme gibt. Eine Gruppe von was? Ihr müsst immer beischreiben, weil durch die Zeitversetzung manchmal, was ihr Ja. schreibt und wir reden, kann ich das nicht mehr konstruieren. Also seid so lieb immer. Hast du eine Gruppe von Krysus-Lippfischen oder so? Kanalen-Lippfischen. Ja, du hast gerade live gesehen, wie viele wir da haben. Das sind Videos heute aus dem Geschäft, die ich heute Morgen gemacht habe. Das sind also die Live-Bestände. Man sieht zwar nicht alles, weil die Aquarien natürlich viel größer sind, aber Krysus haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Tiere da. Kein Problem. So, Ornatus haben wir hier. Ornatus-Lippfische, auch falscher Leopard-Lippfisch genannt. Das ist jetzt ein Tier, was ich seit 3,5 oder 4 Jahren schon habe. Sehen alle absolut identisch aus. Wir haben sie unten in Gruppen schwimmen, 20, 30 Tiere in einer Anlage. Aber wie gesagt, den hier haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Deswegen ist er so neugierig an der Scheibe. Das Aquarium, worin er hier schwimmt, ist 1,80 Meter mal 60 mal 40 hoch. Finde er ziemlich geil. Er kann halt ständig in den Korallen gucken, wenn neue kommen, wo ist denn was zu essen und so. Und dann gucke ich mal. Und jetzt wartet er halt auch. Es war heute Morgen vorm Füttern. Dachte ich mir, ja, film ihn mal schnell, weil dann ist ihm eine Kamera Ist er noch scheißegal. da? Ja. Die Der Kamera ist ihm Zwang, total, total Latte. Ne? der Und Hungerdruck. ja. Und er sagt halt, ey, jetzt mach doch mal hin und her. Die haben wir immer in verschiedenen Größen da. Das heißt, wenn ihr sowas mal bestellt bei uns, ja, da kannst du ja mal im Shop bitte gucken. Wir haben ein tolles Ja, Foto, hatte ich damals aber gemacht. alle drei, ne? Alle drei sitzen Ja, da ja. hier, die drei von der Tankstelle Ja, da. genau. Ey, hallo, da oben, hier, Papa. Ja. Und das ist, habe ich ja vorhin gesagt im Stream, wenn du jetzt zu mir in den Laden kommst, alle so, ne? Die ganz, alle Aquarien, alle Fische kleben so wie die drei an der Scheibe. Und warten, dass du Futter machst. Ich habe auch gerade einen ganz tollen, seltenen Kaiser da, der genauso. Also eigentlich ist es ein absoluter Futterspezialist. Na, suchst du? Lippfische? Ah, hast du. So, geh mal Hey. runter. Namen gerade nicht parat, deswegen. Oh, das ist aber einiges an Ja, Lippfischen aber da. Ornatus fehlt gerade. Darf ich mal selber gucken, bitte? Ja, mach mal. Da ist er. Jetzt kannst du wieder So, ordnen. Moment. Ja, Moment.
Da ist er. So. Genau, die sind jetzt noch auf Rot geschaltet. Das liegt halt daran, dass die gestern erst gekommen sind. Die sind absolut noch nicht tauglich für den Versand oder sonstiges. Das ist so ein Lippfisch, den muss ich jetzt mindestens noch 5 bis 7 Tage beobachten. Hier hatten wir halt aus der oberen Anlage das Foto gemacht. Und da seht ihr halt zwei. Also ihr könnt die auch zu mehreren halten. Auch dort bildet sich dann ein Tier als Männchen nachher. Die Männchen verfärben sich. Vielleicht können wir da noch mal eben im Lexikon gucken, dass du den mal eingibst, Ja. ob die ein Bild von dem Männchen haben. Ich gehe nämlich davon aus, dass das wieder alles Weibchen sind. Geschlechtsunterschiede also so nicht zu sehen. Gucken wir mal, ob es dort andere Fotos gibt. Genau. Leopardenjunker. Genau. Eigentlich heißt er falscher Leopardenjunker. So, jetzt siehst du mal richtig krasse Mimikrie. Mach mal den kleinen Hopser da. Juvenil. Ja. Bisschen. Jawohl. So, liebe Gemeinde, sehen die aus, wenn die gerade geschlüpft sind. Wie so ein Haufen Laubblätter und noch nicht mal, Zerfetzt. ja, ne? Aber das ist noch nicht mal zerfetzt. Guck mal genau hin. Du siehst, vorne hat da Farbe, dann geht die Flosse Ja. weiter, da ist keine Farbe drin, dann wieder, dann wieder. Das nennt Ja. man Mimikrie. Was entdecken wir da hinten wieder? Zwei Augen. Weißt du, was Ja. der macht? Der schwimmt mit seinem Hä? Kopf in Stein und lässt nur einen Arsch rausgucken. Und schon ist er irgendein böser Jäger oder so. Obwohl das nicht ist. Ach, witzig. Ne? Aber wie? Ach, der lässt den so dann rausgucken, Ja, dass da genau. zwei Augen rausgucken. Ja, genau. An was erinnert dich das von oben betrachtet? Ja, guck mal, von oben sieht das auch aus wie ein Fisch, oder? Wenn man jetzt nicht denkt, das ist die Seite, sondern denk mal so, als wenn du dir jetzt von oben. Also halt dir mal die linke Seite zu und denke mal so, du guckst von oben drauf. Nicht von der Seite. Weißt du, wie ich meine? Für mich sieht es fast aus wie ein Kalamar. Ja, Es wär zwar nicht gut, aber weil er dann eher Futteropfer wäre. Aber ist schon krass, diese beiden Augen, die er da hat, ne? ja. Dann gehen wir ein Bild zurück. Also daneben war Ja, die nächste witzig. Stufe. Genau, da. Da siehst du die Weiterentwicklung von so einem Fisch. Das haben übrigens ganz viele Lippfische, ne? Die sehen im Jugend ganz, ganz anders aus als das, was wir nachher im Endstadium sehen. Auch hier könnt ihr sehen, jetzt hat er schon diese rote Farbe, kriegt er. Diese Augen gehen langsam weg, weil er jetzt langsam eine Größe kriegt, wo er denkt, er wird wohl nicht mehr so gefressen, gehe ich von aus. Gehen wir Ja. weiter. Dann haben wir männlich, guck mal, weiblich. Wir schauen mal, was da der Unterschied ist. Können wir mal, nehmen Ich wir bin das gespannt, hier. ob wir da was sehen. Knallig Das, und punktig und hier so Flecken. ja, ich würde sagen, Okay. so sehen die 90% aus. Jetzt So, gucken und wir uns jetzt mal ein gucken wir mal Weibchen an. weiblich an. Blasser. Kupferfarben, Blass. nicht knallorange, oder das liegt am Foto? Wollte gerade sagen, nicht gut zu unterscheiden. Steht da irgendwas bei? Gucken mal, wie das hier ist. Na, dann müssen wir tatsächlich mal auf den Text. Ah, warte mal. Achte mal hier auf die Flosse hinten. Ich glaube, sie haben ein anderes Flossenbild von der Färbung her. Der hat Die, zu, der sieht hat man sie nicht. angelegt. Der Eierkopf. Oder ist das? Ja. Würde Ja, sagen, nee, nicht fast gleich, wirklich. ne? Also Was gleich, klar. er hat sie durchgehend, sie hatte unten Punkte, das könnte halt sein, dass sie, aber Könnt ihr mal ja, gucken, ob da ein ähnlich. Text steht. Geschlechtsunterschied. Ja. Da, warte mal. Da. Und ach. Weibchen haben einen orangefarbenen roten Kopf. Thorax und Abdomen zeigen grünlich-gelbe Bänder und Flecken. Schattierungen schwärzlich über den größeren Teil des Körpers mit gelb-grünen Flecken 1 pro Skala. Männchen sehen den Weibchen ähnlich, sind aber in der Regel in der Farbe deutlich dunkler. Ja, toll. Also schwer zu Toll. erkennen, weil die natürlich auch, so wie sie sich fühlen, so leuchten sie. Da kannst du natürlich alles rein interpretieren, ne? Fakt Ja. ist, wir haben sie zusammenschwimmen, sie tun sich überhaupt gar nichts. Das ist irgendwie egal. Ja. Sehr Ne? spannend. Kann man auch alleine halten, wenn man möchte. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie festgestellt habe, dass da Krieg gibt, ne? Ja. Oder alleine auch gar kein Problem, so wie er hier. Ich nehme an, dass es ein R ist. Dann von der Farbe her, ja, null Problemo. Kein Ding. Also sehr toller Fisch, gut zu empfehlen. Wieder bitte schwimmen, Fläche bieten. Wie gesagt, hier hat er 1,80 Meter. Packt die jetzt nicht in den Meter oder so.
Das macht zwar gehen die erste Zeit, wenn ihr so ganz kleine von uns bekommt, aber ja, geht ein bisschen höher in der Literzahl. 500, 600 Liter will ich schon machen. Hatten wir auch schon. Okay, was nächste, falls nicht Fragen sind oder so. Wenn Fragen sind, einfach reinschreiben. Nö. Genau, ich kam nur zu den Augen, sieht aus wie ein Oktopus, Ja, ne, Fangschrecken, ich irgendwie sehe jetzt so, Schlange, ja, genau, irgendwas ja. wird da, Fangschrecke könnte auch sein, ja. So, dann haben wir So, den dann haben wir letzten. hier noch das Für letzte. heute Eins, zwei, zumindest. drei. Ja, das ist jetzt ein Zwerglippfisch. Da haben wir natürlich noch einige mehr von, aber ich hatte jetzt heute Morgen nur geschafft, die Kameraden zu filmen. War auch ein bisschen schwierig, weil die ganz oben im Aquarium sind und ja, fanden das auch semi-toll, dass ich da filme. Hier sehen wir jetzt Männchen und Weibchen gemischt. Wir haben tatsächlich viele Weibchen bekommen. Die sind auch im Shop verfügbar. Denn diese kleinen Artgenossen haltet ihr tatsächlich auch im Harem. Würde bedeuten ein Männchen, mindestens zwei bis drei Weibchen. Sehr wichtig tatsächlich. Oder halt wieder alleine halten. Wir haben tatsächlich Weibchen bekommen. Bitte dort nicht wundern, dass die teurer sind als die Männchen. Das ist so. Weil sonst würde ich nämlich keine Weibchen bekommen. Denn die Fischfänger müssen natürlich, dann muss man sich vorstellen, wenn die fangen, das alles nochmal unterscheiden, was Männchen, was Weibchen. Das ist ein Riesenaufwand. Ist ja nicht so mit der Ja. Angel mal eben und so weiter. Ich glaube, wenn mancher Hobby-Aquarianer so wüsste, was da für ein Aufwand hinter ist, solche Fische aus dem Riff zu fangen, das ist schon krass, ne? So, hier sehen wir ein Weibchen, das ist das Kleine, was manchmal in der Mitte, wenn sich das gleich wiederholt, rausguckt. Da erkennt man ganz gut, das ist McCoskerie. Das ist ein Zwerglippfisch, den ihr auch in etwas kleineren Aquarien halten könnt. Ich sag mal, kleiner wäre für mich so 250 Liter ungefähr. Auch hier bitte wieder gucken. Raussprunggefahr tatsächlich immer bei solchen Lippfischen. Wenn es dementsprechend hoch ist, also wir haben die erst bei uns in der Kelleranlage gehabt, da müsst ihr euch vorstellen, da sind die Becken so 60 hoch ungefähr. Da gab es eigentlich nie Probleme mit dem Rausspringen. Je flacher die sind, umso gefährlicher für Lippfische natürlich, weil dann die Sprungdistanz geringer ist. Das ist auch ein typischer Steinschläfer, also der wird sich nicht eingraben im Sand, sondern die legen sich dann ins Riff irgendwo und schlafen. Machen sich auch wieder so ein Schlafkokon dann. Und wie gesagt, in der Mitte hast du diesen Pfeil, dass du den nochmal. Ich wollte nämlich Ja. gern mal, man sieht nämlich das eindeutige Weibchen, was da schwimmt. Nochmal, Das stopp. kommt gleich. Da ist es gewesen. Diesen kurzen Moment. Geh nochmal zurück. Weiter, weiter, weiter. Stopp, warte. Ja, das ist ein Weibchen dort in der Mitte. Das Nein, hier links. oder das Ja, hier? genau, wo die Augen uns angucken. Sieht geil aus. Guck mal. Die Augen so nach vorne geklappt. Bäm. Ne, siehst du das? Ja, so glubschi. Wie die in der Lage sind, diese Augen nach vorne zu drehen. Da Also sieht sieht aus man. wie so ein Guppi. Ja, ist geil, ne? Jetzt, wenn du ganz langsam, gibst du Zeitlupeneffekt oder so? Der dreht sich ja Ja, gleich. Moment, Moment. Wir gucken mal, ob wir hier was haben. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Ah, hier, guck mal. Langsam. 0,25. Ja, ah, stopp. Ja, noch ein Stück. Ah, das war ein Tick zu weit. Das ist ja interessant. Das ist ein McCoskerie-Lippfisch. Da, das ist das Weibchen da. Dreht sie sich jetzt weg? Ja, leider. Ja, das Wir ist müssen noch mal passt laufen nicht lassen. Vielleicht kommt sie noch mal von den raus. Warte mal. Frames her. Lass noch mal, lass noch mal. Wieder noch mal gucken. Einfach laufen lassen. Laufen lassen. Da kommen zwei Männchen. Woran unterscheidest du die? An den Flossen Nur an den oder? Flossen und an der Größe der Tiere und manchmal auch die Farbe. Und die Männchen haben so eine. Da oben siehst du es jetzt. Links bei dem, da, der Ja, hat gerade die da sind Flosse Fähnchen, hochgemacht. ne? Ja, genau. Und wenn die richtig extrem Moment, wir gehen noch mal ausgebildet ein ist, Stück da zurück. siehst du es jetzt super. Das ist ein Da. Männchen. Hier Ja, ist ein auch, Fähnchen, hier ist ein genau. Fähnchen. So, und dann siehst du noch die Bauchflosse unten, diese Afterflosse nennt man das. Ja, guck mal bei dem unteren, wo wir nur den Da ist Arsch auch sehen noch mal gerade. wieder so. Nee, geh mal tiefer. Ach so, Da. hier. Wenn das so lang ausgezogen ist, sind es Männchen. Und die Weibchen sind sehr abgerundet und haben nicht so ein starkes Flossenkleid. Bei dem oben jetzt, wo du eben im Pfeil drauf warst, da siehst du das eindeutig, dass das ein Männchen ist. Lass mal vorsichtig weiterlaufen. Ja. Na, guck mal, ah, wunderschön, wie er hier. Ah, guck mal, das Männchen hat sich gerade. Yeah, hier bin ich. Und das sind alles Böcke. Was man hier nicht so schön draufgekriegt hat, da kommt das Weibchen wieder hoch in der Mitte. Ja. Da, jetzt siehst du auch, das ist auch ein Weibchen. Der hat zwar schon so eine Fahne, das nennt man dann Alpha-Weibchen. Das heißt, das sind die nächsten Weibchen, die dann zum Männchen werden, wenn der Bock mal
verreckt. Ne, weil Ja. die kommen auch alle als Weibchen zur Welt und dann irgendwann müssen sie halt Männchen werden. Wenn der Chef in der Haus den Löffel abgibt, dann kommt das nächste Männchen um die Ecke. So, und deswegen haben manche Weibchen auch schon so eine Fahne, die sich dann aber wieder zurückbildet, wenn du ein stärkeres Männchen da hast. Deswegen für mich manchmal so schwierig, die tatsächlich so auszusortieren. Das ist eine scheiß Arbeit. Und dann kommt noch dazu, dass die Biester echt flink sind beim Fangen. Ja? Das ist ja nicht so hier, hallo, schwimm mal da rein, ich pack dich mal ein, sondern das ist eine echte Jagd, Leute. Denn die sind dann so schnell, wenn du das jetzt hier auf schneller drehen würdest, so ist das dann, wenn man die fangen würde, kannst du wahrscheinlich auch. Ne? Genau, machen wir mal zwei. Ja, so kann man sich vorstellen, sieht das dann aus, wenn ich die fange. Ja? Und noch schneller. So, und dann sagen wir mal, ja, ich hätte gerne das Weibchen da oben und das da. Ist auch gerade Saison für McCoskrie. Das heißt, wir haben jetzt die letzten Tiere bekommen, dann ist mal wieder Schluss. Wir kriegen McCoskrie tatsächlich nur ein bis maximal zweimal im Jahr. Die Männchen kosten so 29,90 und die Weibchen tatsächlich 39,90. Das liegt aber daran, dass ich ein bisschen mehr rausbuttern muss an Geld, damit wir Weibchen bekommen, weil sonst fangen die einfach nur die Männchen. Das ist so. Denen ist das völlig egal, ob man die im Harem hält oder nicht. Jeder Fisch ist Geld, ja. Und deswegen tatsächlich die Weibchen teurer als die Männchen. Ich habe auch nicht alle freigeschaltet, nur so einen kleinen Teil. Ich muss das tatsächlich dosiert freischalten, weil die Nachfrage tatsächlich groß sein wird. Und da. Weil tatsächlich die Männchen, zumindest auf dem Bild im Shop, Gewitterschauer, mach's gut. Aussehen. Ja, die sind ja auch farbenfroher. Und sie werden halt noch farbenfroher, wenn du halt Weibchen zupackst, weil dann müssen sie ja zeigen, wie toll sie sind. Ja, dann leuchten die halt noch mehr. Genau. Hier sehen wir sie jetzt nur in Orange. Eigentlich sind die richtig knackig rot. Ne? Also ich habe jetzt hier nur so Tagesleuchten drüber. Ja. Davon, der Harem heißt ab 3 oder? Ja, würde ich schon sagen. Ein Männchen, 2 mit Augenkneifen, Weibchen, 3 ist eigentlich besser, tatsächlich. Okay. Aber immer nur ein Männchen, also ein klassisches Harem halt eben. Wenn du jetzt nur Weibchen hättest, wird dann einer von denen zum Männchen. Okay. Ne? Aber das ist ja eher selten der Fall. Wir haben halt immer so Männchenüberschuss von denen. Ja. Okay. Ja, 3 ist okay. Also wenn du 4 gönnen möchtest, kannst du auch machen. Aber wie gesagt, ich schalte die tatsächlich nur dosiert frei, weil es ist für mich problematisch. Also ich muss dann einen Teil, wenn es verkauft ist, gucken, habe ich das noch, dann lade ich es dann nach, weil die sich natürlich auch in 1 bis 2 Wochen zum Männchen umformieren können. Aber andersrum nicht. Nein, andersrum nicht. Nur wenn du tatsächlich, doch, das gibt's auch, wenn du halt ein sehr starkes Männchen hast und hast jetzt so mit Ansatz dabei gehabt, dann kann das zurückgehen, dieser Ansatz. Dann sehen die wieder richtig aus wie ein Weibchen. Das geht bei denen auch, weil die unterdrückt sind. Und wenn dann das Alpha-Männchen stirbt, dann kann das Alpha-Weibchen nachkommen, sag ich mal. Mhm. Ja. Ansonsten vom Futter her ganz einfach, Flockenfutter, Granulate, Frostfutter, alles aus den Flaschen, hier Ocean Plankton, wie das alles so heißt, alles Fresser, sind auch sehr schwimmfreudig nochmal, wie man sieht, und ja, toller Fisch, ne, halt nicht so oft zu bekommen. Mhm. Vor allem nicht in der Qualität, das kommt noch dazu.